Ein neuer Soldat, spammt den Chat bitte voll. Exodios. Das passt sogar. Irgendwo. Oh, Entschuldigung. Berechnet neuen Kurs. Ich hab den Namen falsch geschrieben. Ja, die Leute sind gleich wieder fit. So, Kontaktkosten um 50 reduziert. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Ich kann mir Magnetwaffen diesen Monat eh nicht mehr leisten. Vorratslieferung in 10 Tagen, Energiespule. Avenger berechnet neuen Kurs. Gleich können wir richtig schön ausbauen. Juhu, Vergeltungsschlag! Setze Kurs auf die östliche USA. Wo sehe ich denn, welcher Soldat erschüttert ist? Ah, sie sind noch verletzt, dann ist ja gut. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ich habe aus Versehen weggedrückt. Diese von... Na, Moment. Wir hatten da auch noch Sachen übrig, oder? Nee, haben wir nicht. Okay. Haben wir wohl direkt eingesetzt gehabt. Grenadier, zwei Ranger, zwei Spezialisten. Das wird schon funktionieren. Eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz.
Wir haben erfahren, dass die Aliens einen Außenposten des Widerstands mit allem angreifen, was ihnen zur Verfügung steht. Und dass unsere Leute keine Chance gegen sie haben. Wir gehen rein, um das Gebiet zu sichern und alle Feinde auszuschalten. Minus 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Stoppuwaflasser. So, direkt Feinde gefunden. Rund Advent, Parisi. Kami? Soll ich dir nochmal eine Chance geben? On my way. Locked on. Guck mal, wie gut er geschützt ist. Brr, brr, hallo. Wir machen nur den einfachen Hack. Ich will diesmal keine Zwischenfälle. Bin unterwegs. Die letzte Mission war ja wie auf Crack einfach. Eliminiert. Estoy en marcha. I'm on the move. C'est faisable. Hit me on. So, der ist noch eine Runde deaktiviert. Gut. Danke, Bad Wolf. Er hat nur gratuliert, dass bis jetzt noch keiner gestorben ist. Das sollte den Glauben an Gott stärken. Order confirmed, moving out. Weißt du, und wieder die Situation, kein einziger Zivilist bei uns in der Nähe. Wir beste Position. Das kann zufällig passieren, Graf, dass die Rettungsmission kommt von dir. Und wir dich wieder zurückholen können. Toll, da sind Zivilisten im Gebäude. Auch auf der ersten Etage. Da hinten stehen vier. Got it. Sag schon, sag.
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ubicación confirmada. Geh ruhig dahin. Let's move. Von wo schießen sie? Von da oben bestimmt, oder? Da ist gut. Dann können die drei erstmal nicht sehen. Ach, da sind nochmal welche. Holen wir die gerade, das Muton. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Yes. Ja. Ist kein Versuch, den zu treffen. Understood. Aber ich will seine Deckung weg haben. Dum dum dum. Good copy. Moving on target. Throw a grenade! So, desorientiere die alle. Die sind doch irgendwie nicht getriggert. Bestätigt! Ach, der verwandelt sich. Haben es mit Edwin zu tun. Och nö, komm schon. Jetzt lief das gerade am Anfang noch so gut und jetzt läuft so scheiße. Haha. Egal, Moment. Was haben wir denn noch? Wir haben Granaten. Wir haben noch eine Granate. Wir hatten ein Hilfsprotokoll zu vergeben. Ach nein! Wenn ich jetzt mit dem wenigstens getroffen hätte, dann könnte ich den anderen zurückziehen können. Jetzt muss ich mit dem feuern, sonst wird der Gesichtslose mich auseinander... Nee, ich muss den Gesichtslosen töten. Egal, was dann noch kommt. Feind neutralisiert! Die Qualitätseinstellungen kommen, wenn ich den... Ja, wenn ich endlich mal meinen Vertrag kriege. Also wir haben drei Mutons, die jetzt angreifen können. Einer geht offensiv. Ich werde flankiert! Aber er hat mich betäubt. Das bedeutet vielleicht, dass andere mich nicht angreifen werden. Der war eigentlich desorientiert. Ah ne, das ist einer von der neuen Truppe. So, die Desorientierten werden nämlich nicht viel machen. Wenn die irgendwas treffen, wäre es echt Wunder.
Ja, den machen wir als letztes. So, ich bewege mich mal. Auch wenn oben der einen Reaktionsschuss hat, aber der Muton ist ja desorientiert. Und trifft mich trotzdem. Und ich habe bei desorientiert auf der Distanz eine Trefferchance vielleicht von 3-4%. Warum geht das eigentlich erst flankieren, den hier vorne anzugreifen? Batsushi, Chef. Das könnte etwas wehtun. Ach, der war eine Runde betäubt, ne? Egal. Le tir n'a pas fait mouche. Envoyez des munitions! Warum solltest du auch treffen? Der Punkt ist perfekt. Auf dem Dach gibt es keine Deckung. Und ich darf mir jetzt nicht so stellen, dass der mir direkt eine Granate ins Gesicht haut. Meine Güte! Damn. Ja, die verlieren die Desorientierung ganz hinten. Werde angegriffen! Hey! Get to cover! Ja, Hauptsache der erste hat die Wand kaputt gemacht, ne? Nein, Olga ist tot! Olga Fettschluck. Da wären auch meine Feiglinge
rasten erstmal total aus, als wenn es jetzt was total Neues wäre für die, dass man ein Soldat steht. Okay, ist was total Neues. Ja, trotzdem. Faxe Muton. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ach, das ist so scheiße. Treffer schon. Okay. Haust du mal, ein Typ liegt da bewusstlos rum. Ey, ohne Scheiß, da macht der 4 Schaden. Flucht. Nein, du Idiot! Ist doch nicht wahr! Schwerer Beschuss in dieser Zone! Jetzt kommt der und schmeißt eine Granate, ey, weil der weit genug laufen kann, weit genug schmeißen. Siehste? Du Hurensohn! Und er tötet einfach alle! Ey, das Spiel natzt einen so beschissen. Kann nicht sein, dass es eine Person übrig ist. Er ist doch totaler Beschiss. Aliens, die in Desorientierung, wo du wirklich auf 0% Trefferchance runtergedrückt wirst, auf unmähliges Schieß mich von 8 Millionen Meilen entfernt, ein kaputtballert. Preparada. Ach komm schon. Ohne Scheiß. Es hat eigentlich nichts. Du hast einfach plötzlich hohe Möglichkeiten, beziehungsweise relativ hohe Trefferchancen und du bist einfach vom Pech angepisst, meine Runde, ne? Und du kannst halt nichts dagegen machen. Vaya.
weil du einfach abgefickt wirst. Ja, es hat auch noch Feuerschutz an. Ich kann gar nichts machen eigentlich. Der steht direkt an mir dran, kann 51% Trefferchance, weil wahrscheinlich der Muton mich bedroht. Ich kann nicht meine Granate so schmeißen, dass die meine Deckung nicht kaputt macht. Ach doch, das wäre die Granate, die meine Deckung nicht kaputt macht. Bombas fuera! So, jetzt weiche ich nochmal aus. Oh, desorientiert. Wieder eine Granate. Nee, der hat nachgeladen. Wieder ein Overwatch. X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis. Ich hasse es, ey. Ich hasse es manchmal. Unser Einsatz ist gescheitert. Wir müssen unsere Strategie überdenken und es in Zukunft besser machen. Nein, einer wurde gefangen genommen, einer hat überlebt, drei sind gestorben. Weil einer wurde betäubt von den dämlichen Blader. Schwer zu verarbeiten sein, Commander. Wir müssen in Zukunft härter arbeiten. Schwierige Ergebnisse wie dieses wirken sich nicht nur auf Ihre Mannschaft aus, sondern auch auf den Widerstand, Commander. Klappe. Wir müssen besser werden, wenn wir die Aliens aufhalten wollen. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja, und jetzt haben wir noch nicht mal genug Geld, um das zu bauen. Moment, zurück. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren, aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Alles gut. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Hören Sie! Neue regionale Kontakte gefunden. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Advent setzt da draußen Remnant 2 verfügbar, mechanischen Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie vollautomatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Die Geschütze...